Schau mal, wie stolz er auf seine Tochter ist. Meine Vera. Ich habe mir ein Baby über. Ein Baby! Sie kommt eins über. Das Kind ist nicht von Christian. Was? Es ist von Nils. Der von der Uni. Das ist jetzt aber nicht wahr, oder? Vera, ich glaube das einfach nicht. Wie kannst du nur... Könnt ihr bitte aufhören, alle auf mich rumzuhacken? Ich habe das Gefühl, du spielst doch gerade ein bisschen Opfer, obwohl du die bist, die ganze Schlamassel verursacht hat. Papi! Was hast du von mir erwartet? Ich habe verstorben. Ich hasse euch! Jetzt aber raus! Mami, Papi, sind ja daheim. Bitte, ihr müsst mir helfen. Papi! Mami! Da hat eine Transaktion stattgefunden. Es ist fast alles weg. Ich muss von dir das Geld von deinem Vater auslehnen. Um die Firma wieder in Position zu bringen. Mein Lebenswerk. Ich verliere mein... Jetzt stell ihn nicht so. Hau ihn ab. Ja, hey, hör mich auf! Bleib nicht in Ruhe! Schnell! Walter! Isabella! Alles ist eskaliert. Ich habe sie verloren. Bitte vergib mir, dass ich so hartherzig bin zu dir und dich im Stich lassen habe. Vergib dir von ganzem Herzen. Yes, wow. Guten Morgen. Wunderschön, dass auch du eingeschaltet hast, dass wir da sind in der Kirche. Es wird Frühling, wir haben Zeitumstellung. Und leider ist das Musical vorbei. Wir haben während der Kollekte vorher einen Musical-Song gehört. Und vielleicht ist dir aufgefallen, vielleicht hat man es im Livestream ein bisschen besser gesehen, bei der Nahaufnahme, dass die ganze Band kurz vor dem Brüllen gestanden ist. Weil das so emotional, einfach das Musical, das am letzten Wochenende über die Bühne gegangen ist, das ist wirklich richtig emotional gewesen. Und meine Frau hat gesagt, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht auf die Bühne gehe, tanzen nach dem Song, weil das ihr Einsatz war am Musical. Ich musste lernen, an diesem Musical mich zurückzunehmen und einfach nur zuzuschauen. Dafür habe ich jetzt mal die ganze Geschichte von A bis Z gesehen und verstanden. Und wenn du das Musical gesehen hast, dann weißt du, wer der Walter war. Und wenn du das Musical nicht gesehen hast, dann hast du jetzt den Walter kurz kennengelernt. Und der Walter, der zeichnet sich eigentlich genau auch durch das aus, dass er Mühe hat zum Loslassen. Und Mühe zum Loslassen hat immer auch mit dem zu tun, dass wir vielleicht die Realität ein bisschen anders einschätzen, als sie wirklich ist. Und das möchte ich uns anhand vom Beispiel von Walter heute aufzeigen. Ich möchte aber auch ein Beispiel noch bringen, das Jesus erzählt hat, nämlich von dem reichen Grundbesitzer. Und dann möchte ich schliessen mit der Situation, wo Jesus am Zachäus begegnet ist. Weil in all diesen drei Beispielen geht es um das Thema Loslassen. In all diesen drei Beispielen geht es darum, um eben Jesus zu vertrauen. Und der Walter, der hat das nicht gekannt, oder? Er hat seine Firma aufgebaut, er war Geschäftsmann gewesen, und hat um jeden Preis probiert, die Firma am Laufen zu behalten. Er hat sogar das Erbe von seiner Frau investieren, obwohl er wahrscheinlich, wenn er ganz ehrlich gewesen wäre zu sich selber, genau gewusst hätte, dass eben die Firma eh am Untergang geweiht ist. Aber er hat so die Realität nicht wahrhaben, oder? Das kennen wir natürlich nicht, oder? Wir dürfen nichts schön färben und schön reden. Wir sind ja realistisch, oder? Vor allem wir Christen, oder? Im Gegenteil. Oft missbrauchen wir den Glauben, um die Realität eigentlich ein bisschen schön zu färben und unsere Augen von dem zu verschliessen, was Gott uns eigentlich wirklich will sagen. Auf alle Fälle hat der Walter so ein bisschen nach dem Prinzip gelebt, nur noch ein bisschen mehr. Kennst du das? Nur noch ein Versuch.
Wir sind zwar jetzt schon 10 Jahre immer so auf und ab mit unserem Kopf über Wasser halten mit der Firma, aber nur noch einmal. Und die Realität ist einfach die Realität und wir wollen sie einfach nicht sehen, weil die Realität passt jetzt nicht in meine Überzeugungen. Und ich habe heute auch noch einen Ehrengast dabei. Und geben wir doch einen herzlichen Applaus meinem Sohn Ben. Schau, du darfst hierher sitzen und dann darfst du für uns das Jenga aufbauen oder Knündel oder wie auch immer, wie es dir am besten geht. Und dann können wir zusammen Jenga spielen. Nur noch ein bisschen mehr. Jesus braucht das folgende Beispiel, wo er mit diesen Worten einleitet. Im Lukas 12, 15 und 16 sagt er, dann wandte sich Jesus an alle. Hütet euch vor der Habgier. Wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich damit nicht kaufen. Warum muss Jesus das sagen? Es ist ja logisch, dass es so ist, aber er muss es sagen, weil wir es nicht akzeptieren wollen. Jeder weiß, dass wir uns das Leben nicht verlängern können, je mehr Geld wir haben. Aber wir akzeptieren es oft nicht. An einem Beispiel erklärte er seinen Zuhörern, was er damit meinte. Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. Und bevor ich jetzt in das Gleichnis, in das Beispiel, das Jesus erklärt hat, reingegangen, möchte ich euch das anhand auch von einem Beispiel von mir persönlich erzählen. Ist ein lustiges, aber gleichzeitig auch ein tragisches Beispiel, das gut illustriert, was es damit zu tun hat, um einfach mal die Realität akzeptieren und loslassen und was eben passieren kann, wenn man das nicht macht. Ich habe mir überlegt, warum haben wir oft so Mühe zum Loslassen? Warum haben wir oft so den Grundsatz, nur noch ein bisschen mehr, nur noch einmal, komm jetzt nur noch das Mal? Könnte es sein, dass wir das Gefühl haben, wir wollen die Kontrolle nicht verlieren? Vielleicht gerade beim Geld, oder? Nur noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen, das Konto ein bisschen voller und dann ist gut. Aber dann, wenn wir probieren, die Kontrolle nicht zu verlieren, haben wir sie eigentlich schon lange verloren. Wie meine ich das? Wenn du Kontrolle nicht willst verlieren, dann bist du schon lange kontrolliert von dieser Sache, wo du dich nicht willst, wo du nicht willst Kontrolle verlieren drüber. Zum Beispiel beim Geld. Kontrollierst du das Geld oder kontrolliert das Geld dich mit dieser Sorge und dieser Angst, um zu kurz zu kommen und um alles zu verlieren? Also könnte es vielleicht sein, dass Jesus das Gleichnis vom reichen Gutsbesitzer erzählt hat, weil er genau weiss, dass wir Menschen gerne Kontrolle haben. Und ich will an diesem Punkt sagen, Kontrolle haben ist ja nichts Schlechtes. Ich kontrolliere auch gerne meine Frisur. Oder? Weil dann weiss ich, dass in der Nahaufnahme alles relativ gut gebüschelt ist. Es gibt leider so Tage, da kann ich meine Frisur nicht kontrollieren. Kennst du die Tage? Im Englischen sagt man dann Bad Hair Day. Und das ist ein ganz banales Beispiel für eine tiefe Wahrheit. Weil Kontrolle ist dort nicht schlecht, wo wir Kontrolle ausüben können. Wenn du zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch hast und du bist nervös, dann schaust du, dass du alles, was du kannst kontrollieren, kontrollierst. Zum Beispiel, wo parkierst. Wie lange hast du vom Parkplatz dann zum Vorstellungsgespräch laufen? Aber das Gespräch mit dem Chef, das kontrolliert ja der Chef. Und problematisch wird es eben dort, wo ich probiere, gut, darfst du den ersten Zug machen, wo ich probiere, zu kontrollieren, was ich eben nicht kann kontrollieren, oder wo ich probiere, zu kontrollieren, was nur Gott kann kontrollieren. Wie genau zum Beispiel das mit der Länge vom Leben. Das kann nur Gott kontrollieren. Und ich weiss genau, von was ich rede, weil wir sind einmal in einem ICF-Camp war in der wunderschönen Toskana. Und in diesem ICF-Camp hat eine Surferin, die mit Athletes in Action zum Teil so Kurs macht, einen Surfkurs durchgeführt. Und ich habe gedacht, ja, das ist sehr cool, ich will auch mal surfen können. Und wir haben
beim grössten Wind geübt, das Segel aus dem Wasser zu holen. Und vielleicht weißt du, wie das ist, wenn du schon mal Windsurfen probiert hast. Es ist wirklich streng, oder? Zum schon nur das Segel, wenn es sich gefüllt hat mit Wasser, weil es ins Meer eingeplumpst ist, um das Segel wieder aufzuholen. Und dann oben zu behalten. Und dann können noch mit dem Wind gehen. Hey, nach einer gefühlten Ewigkeit habe ich endlich das Segel hier oben gehabt und ich konnte stehen bleiben. Du bist ein bisschen gemein. Ich muss es nicht so schwierig machen hier. Ich konnte stehen bleiben, das Foto bin nicht ich. Du hast es ja vermutet, aber hast gedacht, ja, wer weiß, oder? Ich meine, im Ritter trauen wir noch viel zu. Aber so habe ich mich gefühlt, verstehst du? Ich bin das erste Mal auf dem Surfbrett oben gestanden, der Wind im Segel, ablandiger Wind, und ich habe mich einfach ziehen lassen vom Wind. Hey, das war so ein geiles Gefühl. Du spürst, ich stehe gerade wieder auf dem Brett und ich schaue an den Strand und ich denke, es ist so cool. Die Menschen werden kleiner und kleiner. Und es ist einfach, es tut so gut. Ich habe mal meine Privatsphäre da draußen und ich kann so richtig mit der Welle reiten. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin jetzt der Profisurfer. Aber ich habe die Realität nicht akzeptiert. Ich habe nicht akzeptiert, dass da ein landiger Wind ist, dass ich keine Ahnung habe, wie man gegen den Wind zurück an Land segelt. Ich habe die Realität falsch eingeschätzt oder nicht akzeptiert, dass langsam meine Kraft auch zu Ende geht und bin dann irgendwann todmüde, habe ich mich geschlagen gegeben und bin auf das Surfbrett gehockt. Ja, das kann jetzt aber nicht sein. Oh Gott. Ich zittere eben noch ein bisschen, ich bin ein bisschen nervös. Bin auf das Surfbrett gehockt und habe gehofft, dass mich irgendjemand retten kann. Ja, ich meine, es ist lustig, sauglatt, oder? Jetzt schon, ich lebe noch, aber ich hätte es also gerade so gut nicht können überleben, eigentlich. Und mir ist bewusst worden, es fällt mir einfacher, zum nicht aufhören. Kennst du das? Nicht aufhören ist oft einfacher, als zu akzeptieren, eigentlich müsste ich jetzt bremsen. Eigentlich ist jetzt eine Grenze gekommen. Eigentlich müsst ihr jetzt den Mut haben, um auf Gott zu hören und aufhören. Aber nicht aufhören fällt mir einfacher als aufhören. Ich weiss nicht, wie es vielleicht dir geht. Und ich glaube, schlussendlich ist das ganz ein einfaches menschliches Thema, nämlich der Stolz. Wo ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt aufhöre, dann muss ich Kontrolle loslassen. Und ich habe das Gefühl, ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe die Realität völlig ignoriert auf dem Surfbrett. Ich habe das Gefühl, ich kontrolliere den Wind, ich kontrolliere die Wellen, ich kontrolliere alles. Bis Gott zu mir gesagt hat, du dummer Mensch. Hast du Gott das auch schon gehört sagen? Du dummer Mensch. Also Gott ist doch eigentlich ein ermutigender Gott, habe ich gemeint, oder? Aber er hat das anscheinend effektiv auch schon gesagt, du dummer Mensch. Weißt du was, jetzt sage ich dann, du musst allein spielen, weil das braucht mir zu viel Zeit. Also Gott hat mir effektiv gesagt, du dummer Mensch. Warum? Weil ich die Realität nicht akzeptiert habe und nicht eingesehen habe. Und genau das Beispiel macht Gott auch mit dem reichen Grundbesitzer. Und der reiche Grundbesitzer, der hat das Problem gehabt, das schöne Problem, dass er zu viel Ernte reingeholt hat und nicht gewusst hat, woher dass er mit dieser Ernte gehen soll. Kannst du mir das schnell rausziehen, bitte? Aber so, dass es nicht umgeht. Und dann hat er gesagt, ich habe eine Idee. Ich reisse meine alte Scheuer ab, ich baue einen riesen Speicher. Das ist lieb, danke. Das ist dein Lieblingsgleichnis. Ich baue einen riesen Speicher. Und dann habe ich ausgesorgt. Das heisst, in der Bibel, im Lukas-Evangelium, dass der Mann hat aussorgen wollte. Du bist dran. Also das ist mir schon zuhören, aber Spiele nicht vergessen. Aussorgen, kennst du das? Er will aussorgen. Und was sagt Gott zu ihm? Du dummer Mensch. Er hat zu
mein Jesus. Nein, da würde ich nie so etwas sagen. Also mein Jesus ist ermutigend. Aber lesen wir doch mal, nachdem ein bisschen mehr da eingeblendet worden ist, oder? Wieder auch er, der Gutsbesitzer. Nur ein bisschen mehr, dann muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Nur ein bisschen mehr. Bisschen. Ein Muckesäckchen. Nur ein bisschen. Lukas 12. Aber Gott entgegnete ihm: Wie dumm du doch bist! Noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? Und Jesus endete mit den Worten: So wird es allen gehen, die auf der Erde für sich selber Reichtümer anhäufen, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Das ist eigentlich die Story von Walter, oder? Er hat alles verloren, um zu merken, was er eigentlich alles hat. Und Jesus ist es anscheinend wichtig, dass wir das verstehen, wie arm wir eigentlich vor ihm sind. Das ist Jesus anscheinend mega wichtig. Damit wir es jetzt lieber merken, als dann, wenn es eben spät ist. Und darum ist es auch ermutigend, wenn Jesus einmal zu dir sagt, wie dumm du bist. Weil vielleicht hat er ja recht. Könnte ja sein. Im Rückblick auf mein Surferlebnis hat er recht gehabt. Aber währenddem hätte ich, oder der zukünftige Surfweltmeister, ich hätte gesagt, also Gott, also du siehst ja nicht, wer vor dir steht. Also ich meine, siehst du, wie ich im Wind liege? Also, heb die Ohren auch offen, wenn Gott vielleicht einmal eine lieb gemeinte Kritik anbringt. Zum Schluss möchte ich noch das Gleichnis vom Zachäus. Kannst du mir noch mal helfen? Der Zachäus bringen, also das war eine Situation, wo Jesus durch die Stadt gelaufen ist. Und der Zachäus war ein Jude, der für die Römer gearbeitet hat. Suboptimale Situation. Und er hat dort Steuern eingeholt. Und auch er hat das Gefühl gehabt, nur noch ein bisschen mehr, oder? Und ist so reich geworden, weil er nur noch ein bisschen mehr vom Geld der Leute abgeknüpft hat. Also der Zachäus war geldgierig. Und es scheint, als hätte auch die Geldgier ihm dabei geholfen, um ein bisschen Kontrolle zu behalten über sein Leben. Auch er, nur noch ein bisschen mehr. Aber trotzdem hat er das Gefühl, es muss noch mehr geben. Und er hat unbedingt Jesus hören, ist auf den Baum hochgeklettert und hat zugelassen, was denn Jesus da erzählt hat, weil er klein war, oder? Und nicht hinführen gesehen hat. So, diese Situation. Und dann sagt Jesus zum Zachäus: Ich zahle dir nachher ein Getränk. Zachäus, komm runter vom Baum, ich will heute dein Gast sein. Hast du mal überlegt, zu wem heute willst du zu Mittag essen? Kannst du nachher hergehen und sagen, hey, ich will heute dein Gast sein. Der Zachäus hat das nicht als frech erlebt, sondern das war für ihn ein Herzenswunsch, der in Erfüllung gegangen ist. Dass Jesus zu ihm heimgekommen ist. Zu dem, wo alle anderen gehasst haben. Jesus hat ihn gesehen. Und der Zachäus hat sich verändert. Danke vielmals, Ben. Du darfst gerade noch ein bisschen hocken bleiben. Weißt du was, willst du nochmal aufbauen? Das wäre cool. Bau nochmal auf. Der Zachäus hat sich verändert und wir wissen nicht, was er mit Jesus geredet hat. Das ist nicht aufgeschrieben in der Bibel, wo dann eben Jesus bei ihm Gast war. Aber anscheinend hat schon nur die bloße Gegenwart von Jesus, schon nur der Fakt, dass der Zachäus verstanden hat, Jesus sieht mich. Jesus nimmt mich wahr. Ich bin Jesus wichtig. Schon nur der Fakt hat den Zachäus dazu geführt und überführt, sein Leben zu ändern. Wir lesen nichts davon, dass Jesus ihm gesagt hat, geh und ändere dein Leben. Sondern wir lesen, dass der Zachäus gegangen ist und gesagt hat, ich werde alles vierfach zurückzahlen. Und wir lesen das im Lukas 19, Vers
8, Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Also er hat seinem Leben eine neue Richtung gegeben. Er hat gesagt, was war, ist vorbei, etwas Neues fängt an. Er hat eigentlich, ist der Turm genau rechtzeitig eingestürzt. Er hat den Turm einstürzen lassen. Der Zachäus hat gesagt, jetzt ist fertig, ich schaue der Realität in die Augen, ich bin persönlich, ich bin geistlich bankrott und jetzt fange ich an, neu aufzubauen, auf dem Fundament von Jesus. Und eigentlich, so im Nachhinein, muss man sich oft eingestehen und sagen, eigentlich hätte ich schon viel früher aufhören sollen. Aber nein, weitermachen ist halt einfacher. Musst nicht so viele unangenehme Fragen beantworten. Aber wenn der Walter die Realität wirklich gesehen hätte und seinen Turm einmal einstürzen lassen hätte, dann hätte er vielleicht einen Neuanfang machen können. Und genauso mit dem reichen Gutsbesitzer. Wenn er einfach gesagt hat, hey, ich lasse alles zusammenstürzen und ich will neu anfangen. Genauso hat es der Zachäus gemacht und genauso kann es Jesus mit dir und mit mir machen. Weil Jesus hat dann zum Zachäus gesagt, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Und da sehen wir, was das Ziel ist von Jesus. Er will, dass es dir gut geht und dass du eine Ewigkeitsperspektive hast. Wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, dann wirst du ewig leben, sagt Jesus. Dann ist die Hürde zwischen dir und Gott ist weg. Das ist das Ziel von Jesus. Und er will dich von innen raus, er will uns von innen raus verändern. Er will uns helfen, dass wir die Realität sehen, wie sie wirklich ist. Und dann mit dem Glauben, wo manchmal bedeutet, und wenn der Turm eingestürzt ist, dann kann Jesus etwas daraus machen. Wo uns mit dem Glauben segnen und aus der Ruine etwas Wunderbares Neues aufbauen. Und manchmal ist es wichtig, ich habe so den Spruch für mich entwickelt, den Zombie nicht am Leben zu erhalten. Oder der Zombie ist der Halbtote oder der Tote, der gar nicht mehr lebt. Manchmal haben wir so Projekte oder Beziehungen oder Sachen in unserem Leben, wo wir am Leben erhalten. Aber eigentlich müsste man sagen, hey, das ist eigentlich schon lange tot. Lassen wir den Turm einstürzen und schauen wir, wie Jesus etwas Neues daraus macht. Yes! Wie hat es sich angefühlt? Gut. Herzlichen Applaus für den Ben. Du darfst wieder absitzen. Es kann eben auch befreiend sein. Du sagst, ja, es ist, wie es ist. Aber es wird, was ich daraus mache. Dann kannst du sagen, es ist, wie es ist, aber es wird, was ich daraus mache. Und darum fange ich mit Jesus neu an. Und das ist die hoffnungsvolle Geschichte vom Walter, wo eigentlich sehr perspektivenlos ausgesehen hat, aber wo am Schluss eine grosse Tür sich für eine gute und neue Zukunft eröffnet hat. Und ich habe mir überlegt, wieso ist es echt, dass wir Menschen so Mühe haben zum Loslassen. Wieso ist es echt, dass es für mich einfacher ist, zum nicht aufhören? Wieso ist es echt, dass wir lieber die Realität ignorieren als akzeptieren? Warum ist echt das so? Warum haben wir so Mühe zum Kontrollen loslassen? Weil ich glaube, wir haben grundsätzlich ein Vertrauensproblem. Das ist ja genau der Grund, wo Gott uns aufzeigt, wieso der Mensch aus dem Paradies gerührt worden ist. Der Mensch hat Gott nicht vertraut. Wir haben Gott nicht vertraut. Darum sind wir nicht mehr in der Beziehung mit ihm. Also müssen wir zurückkommen in das Vertrauen. Und ich glaube, Jesus hat darum als Volk im Lukas-Evangelium auf das Gleichnis vom reichen
Gutsbesitzer ein paar ganz entscheidende Worte gesagt, die ich euch einfach zusprechen will. Weil ich glaube, die Bibel hat Kraft. Und ich glaube, dass das Wort da inne, die Wort von Jesus, dass die lebendig werden in deinem Herz. Und ich glaube, wenn du Mühe hast, zum Kontrolle loszulassen oder auch Jesus vertrauen, dann kannst du erleben, wie Gott dein Herz verändert. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und ich will dir jetzt einfach zum Schluss noch die Worte von Jesus aus dem Lukas Kapitel 12, Verse 22 bis 35 vorlesen. Einfach dir zusprechen. Und du kannst nimm eine Position ein, wo du das so richtig kannst empfangen. Es ist jetzt wirklich etwas, stell dir vor, Jesus würde das zu dir sagen, weil es sind seine Worte, die aufgeschrieben sind. Nimm eine Position ein, wo du kannst so richtig dein Herz auftun. Vielleicht ist das auf den Knien, vielleicht ist das im Stehen, vielleicht ist das im Sitzen. Wie auch immer, das beobachtet dich niemand außer dich, aber ich schaue jetzt auch in die Bibel rein. Fühl dich frei. Fühl dich frei, weil du bist frei. Lukas 12, 22. Jesus wandte sich wieder seinen Jüngern zu. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen und Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Seht euch die Raben an. Sie sehen nichts und ernten nichts. Sie haben keine Vorratskammern und keine Scheunen. Gott versorgt sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als diese Vögel. Wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Wenn ihr aber nicht einmal das könnt, was sorgt ihr euch um all die anderen Dinge? Seht euch an, wie die Lilien blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomon war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf darüber, was ihr essen und trinken sollt. Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch viel mehr für Gottes Reich ein. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Du brauchst keine Angst zu haben, du kleine Herde. Denn der Vater hat beschlossen, dir sein Königreich zu schenken. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Sammelt euch auf diese Weise einen Vorrat, der nicht alt wird und niemals zu Ende geht. Einen Schatz im Himmel. Diesen Schatz kann kein Dieb stehlen und keine Motte zerfressen. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wow, lass uns doch einfach die Worte von Jesus wirken lassen. Und zum Übergang in die nächsten paar Songs bitte ich euch doch aufzustehen. Dann möchte ich noch beten. Und dann können wir einfach so, wie wir sind, mit unserem Vertrauen oder mit unserem Misstrauen zu Gott kommen und wissen, dass es er gut meint mit uns und dass er weiß, was als nächstes dran ist. Vater im Himmel, wir danken dir einfach, dass wir dürfen als Menschen, die du liebst, Sonntag für Sonntag zusammenkommen und unser Wunsch, Herr, ist es einfach,
dir zu gefallen und dich zu ehren. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, Jesus, in unserem Unvermögen, dass wir wirklich die Realität akzeptieren als die sie ist. Und ja, im Glauben eine Antwort haben auf die Realität. Vergib uns, wo wir das Gefühl hatten, Glauben bedeutet, die Realität schön zu färben und wo wir dir so im Weg gestanden sind. Ich bitte dich, Herr, hilf uns loszulassen, dass wir mit leeren Händen von dir empfangen können. Und wir wollen wirklich auch sehen, dort, wo du Türme und Sachen einstürzen lässt, dass es eine Chance ist, Jesus. Chance für etwas Neues, was du in unserem Leben machen willst. Herr Jesus, hilf uns, dir zu vertrauen. Hilf uns, zu sehen, wie gut du bist.